Emoji schicken an die Annika, dass sie das hier durchgezogen hat. Setzt ihr durch, dass ihr alle Emojis in den Chat Alle Emojis, alles links nach rechts. Schickt das mal bitte hier rein. Was sehe ich gerade? 9000 Leute im Chat. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So soll es laufen. Danke, Alexander. Glückwunsch. Herzlich willkommen bei Zocken mit dem Sammler. Gut. Wie gesagt, schick mal so hier Bravo an die, heute an die wieder Annika. Ja, wir haben immer den Greenscreen, das ändert sich nicht. Wir haben immer am Anfang, damit ihr mal sehen könnt, wie toll unser kleines Studio aussieht. Und danach, keine Sorge, dann seht ihr auch Jan wieder aus der Porträtaufnahme. Genau, das ist nur ein bisschen so zum Anfang, dass die ganzen Leute auch reinkommen. 10.000, 11.000, 10.700 Leute schon drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sage heute, das Quiz wird spannend. Ich habe mir die Fragen durchgelesen. Es wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Ich weiß nicht, ich fand also spannender als Montag, wo da war ich echt überrascht, wie schwierig die Fragen teilweise waren. Da sind wir auch nur mit irgendwie 9 Gewinnern rausgegangen. 0,04%, kannst du das vorstellen, haben gewonnen. 0,04, wow. Ja, ehrlich. Ehrlich. Das ist natürlich sehr minimalistisch. Oh, ich sehe schon, Annika ist so sympathisch, sie trägt. Ja. Über 12.000 schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also kommt bloß hier ins Chat. 3, 2, 1, denke ich mal, wir geben Gas. Herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Jan Tauer. 18 Uhr pünktlich bin ich hier da. Euer Moderator heute und mit mir natürlich endlich wieder unsere bezaubernde Kollegin Annika. Ich bin wieder hier. Keine Sorge, ich komme immer wieder, auch wenn ich mal nicht da bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, wie gesagt, das war jetzt hier die Prüfung. Einmal kurz aus dem Bild da. Das war natürlich auch die Prüfung, die ein bisschen schwierig war. Aber wie gesagt, übrigens, zu gestern. Ihr hattet recht, die Frage mit Ampere und Ohm haben wir völlig versaut, war falsch. Aber wir haben das so geregelt, dass alle Leute, alle 5.300 Leute, die bis zur Frage 10 gekommen sind, egal was ihr geantwortet habt, habt einen Rettungsring von uns schon bekommen. Also guckt mal in euren Account, ihr solltet plus einen Rettungsring haben. Als kleine Wiedergutmachung, dass wir eine ganz falsche Frage gestellt haben. Ja, das war ein bisschen, ja, waren wir ein bisschen unsachlich. Aber sowas passiert manchmal, deshalb, wir sind ja gerade noch in der Startup-Phase. Aber heute wieder, ich habe gesehen, da waren einige neue dabei. 12 Fragen wieder vorbereitet, 12 Antworten müsst ihr uns geben, damit ihr den Pott gewinnen könnt. Wir haben bei richtig geht's weiter. Ja, stimmt, jetzt habe ich auch mal einen Rettungsring. Das ist ja auch mal was Besonderes. 5.300 heute umsonst bekommen haben, oder umsonst, wir haben das falsch gemacht. Da kommt ihr automatisch weiter. Bedeutet, folgendem Sinne, wisst es nicht oder antwortet ihr falsch, geht es automatisch noch weiter. Nur bis einschließlich Frage 7. Denkt daran. Wir haben auch einen Preispot für euch vorbereitet, und zwar 4.000 Tickets und, wie im Live-Push vorher gesagt, 400 Rettungsringe. Sehr cooler Preispot. Wir sind, nur dass ihr es noch dran denkt, morgen sind wir wieder live um 18 Uhr mit Jannika und Christina. Die sind live. Und Montag, wie ihr es euch gewünscht habt, das Hauptstadtquiz machen wir. Wie gesagt, Hauptstadt. Ich mir das gewünscht habe, kann ich nicht sagen. Spannende Wer bin ich Quiz gehabt haben. Da dachten wir machen mal ein bisschen weitere besondere Quiz. Wenn ihr ein paar besondere Wünsche habt, könnt ihr auch mal Bescheid sagen. Vielleicht finden wir ja dann was passt. Einfach im Chat schreiben, was ihr euch für Quizzes wünscht, welche Themen und so, was euch so interessiert. Dann versuchen wir das zu regeln. Ich denke mal, wir legen los. Wir sind 17.400 im Chat. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Sind es 366, 433, 544 oder 655? 366. Da ist jetzt die Frage, was macht ein Schaltjahr so besonders? Ja. Ich weiß ja, ich meine, alle 4 Jahre kommt es auf jeden Fall, das kann man ja schon mal sagen. Genau, richtig. Und der besondere Tag ist ja eigentlich der 29. Februar. Richtig. Und wenn man den 29. Februar mehr hat als in einem normalen Jahr mit 365 Tagen, ist die richtige Antwort natürlich 366. Sehr, sehr gut gearbeitet. Ich muss mal gucken, wie viele Leute hier richtig geantwortet haben. Schauen wir uns das gleich mal kurz an. Ich warte noch kurz auf die Statistik. 17.411 Leute richtig geantwortet. Gute Arbeit, hör mal. Sehr, 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 sehr gut. Also wirklich gute Arbeit. Wir machen sofort weiter mit Frage 2. Ist eine 50-50 Frage. Wer war Mitbegründer und langjähriger Chef von Apple? Elon Musk oder Steve Jobs? Na, Steve Jobs natürlich. Auf jeden Fall sehr reiche Männer. Ja, wir haben ja vorher überlegt, ist das der reichste Mann der Welt oder die reichsten Männer der Welt? Ich glaube, der reichste Mann ist Jeff Bezos, aber ich bin mir nicht sicher. Falls ihr da ein bisschen genauere Informationen habt, sagt ruhig mal Bescheid. Ja, wie gesagt, Musk, das ist ja der von Tesla.
Und natürlich Apple, Steve Jobs ist die richtige Antwort. Also Glückwunsch an alle Leute, die Steve Jobs richtig gedrückt haben. Und wir gucken mal, wie viele Leute es geschafft haben. 16.671 Leute sind noch dabei. Sehr, sehr gute Arbeit. Ich meine, das ist ja auch das Ziel, dass die zweite Frage noch viele Leute mitnimmt, aber wir freuen uns, dass es klappt. Zum Glück, würde ich sagen, Vor der Frage 3 will ich noch kurz was sagen. Guckt ganz genau hin, das ist sehr wichtig, dass ihr jetzt ganz genau hinguckt. Also, wie wird das Wort richtig geschrieben? Satellit, Satellit, Satellit oder Satellit? Ja. Bei den Auswendigkeiten, die du vorliest, ist einem nicht ganz klar, was der Unterschied ist. Nee, das ist aber deswegen müsst ihr ja genau hingucken. Genau, richtig. Deshalb guckt ganz, ganz genau hin. Das ist das Wichtige. Ich hätte jetzt zwei so Volley ausgeschlossen. Und zwar 3 und 4, weil Satellit mit 2T hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber, wie gesagt, kann auch schwierig sein. Deshalb weiß man es öfters nicht. Aber die richtige Antwort haben wir jetzt. Ist Satellit und zwar mit einem T und 2 L. Das heißt, das zweite Satellit war richtig und wir haben 12.596 Leute, die noch dabei sind. So eine sehr Scheiße. Ja, das ist natürlich eine Killerfrage für diese paar Sekunden. Machen möchten irgendwelche Harry Potter Quiz und ja, Harry Potter habe ich schon sehr häufig gesehen. Ja, das, da passt die Annika passt drauf auf. Ja. Die schreibt das alles sehr, sehr genau auf. Von daher. Vor der Frage 4 gucken wir uns kurz eine Zuschauerfrage an von meinem Sohn Travis. Hört genau hin. Hallo, ich bin Travis. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich würde gerne von euch wissen, wenn man einen normalen Würfel würfelt und dann eine 1 wirft, welche Zahl ist auf der gegenüberliegenden Seite? Viel Spaß beim Rätseln. 6. Ja, gute Frage. Ich lese dir mal ganz kurz vor. Welche Zahl liegt bei einem normalen Würfel auf der gegenüberliegenden Seite der 1? Ist das die 3, 4, 5 oder die 6? Das war dein Sohn. Das war mein Sohn, der Travis hat da alles genau vorbereitet. Und du hast noch einen Funfact dazu, oder nicht? Ja, genau. Ihr könnt jetzt ja nicht mehr abstimmen. Und es ist nämlich so, dass die Zahlen, die gegenüberliegen, die ergeben immer eine 7. Heißt, die 2 und die 5 liegen gegenüber, die 3 und die 4 liegen gegenüber. Und was liegt gegenüber von der 1, Jan? 1 plus, nee, warte mal, 1 minus 7 ist 6. Also, nee, 7 minus 1. 7 minus 1, genau. 6 ist die richtige Antwort. Die liegt nämlich gegenüber von der 1. Und es haben 13.880 Leute richtig geantwortet. Super, super Arbeit, hör mal. Gute Arbeit. Also wir haben jetzt noch wirklich eine Menge dabei. Denkt dran, der Rettungsring ist noch am Laufen. Von daher, vor der Frage 5 hören wir uns wieder kurz was an oder gucken uns ein Video. Avril Lavigne. Skaterboy. Ah, hoffentlich habt ihr genau hingeguckt. Wie heißt die Sängerin? War das Avril Lavigne oder Alicia Keys? Und ich würde mal sagen, das ist so deine Musikrichtung, Annika, glaube ich, oder? Also das Lied ist tatsächlich, aber das gibt es, seit ich 4 bin. Also ganz meine Musikrichtung jetzt auch nicht. Aber du weißt, wie es heißt. Ich wusste, wie es heißt. Ich hätte auch ein bisschen mitsehen können, tatsächlich. Siehste. Du nicht. Nee, ich hätte die Antwort gewusst, aber wie gesagt, die richtige Antwort hier war natürlich nicht Alicia Keys, sondern Avril Lavigne war richtig. Und ihr könnt gerne im Chat schreiben, dieses Lied, wo Alicia Keys auf dem Piano spielt, wie das heißt. Ja, weil wir haben es gerade schon überlegt, haben wir vergessen nachzugucken. Alicia Keys, wie heißt das bitte? Avril Lavigne wussten 12.803 Leute. Super Arbeit, Thomas, das freut mich. Schreibt gerne das Lied, wie das heißt. Falling, danke schön. I'm Falling, genau. Sehr gut, da hilft man mal Jan wieder auf die Sprünge. Ehrlich, weil ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen vernachlässigt bei manchen Gebieten, deshalb ich weiß nicht alles. Frage 6, jetzt wird es ein bisschen interessant. Wie hieß der Lehrer, nach dem der Duden benannt ist, mit Vornamen? Gottfried, Otto, Wilhelm, Konrad. Oder Konrad? Konrad. Jetzt wird es erst interessant, sagst du. Ja, nee, jetzt wird es so allgemein interessant, finde ich, weil du hast ja eben gesagt, welcher Name war denn populär? Ja, genau, weil der ist geboren 1829. Vielleicht hilft das ja dann so ein bisschen auf die Sprünge. Überlegt man zu dem Zeitpunkt, welcher Name war so beliebt. Ja, vielleicht war Otto sehr beliebt oder Gottfried sehr beliebt oder Wilhelm sehr beliebt. Also. Nee, denkste. Konrad Duden war das. Wie gesagt, 1829 in der schönen Stadt Wesel geboren, in Nordrhein-Westfalen liegt die Stadt, glaube ich. Wunderschön. Und es wussten 10.386 Leute. Ja. Wow.
Und ihr wisst, was jetzt passiert. Frage 7. Hallo. Letzte Chance für den Rettungsring. Also, benutzt den, wenn ihr es nicht wisst. Jetzt kommt so eine Flaggenfrage und da bin ich so ein bisschen Nerd. Von daher, da weiß ich relativ viel. Ich hätte die Frage Wolle gewusst. Ich hoffe, ihr wisst sie auch. Welche Landesflagge enthält die Farbe Gelb? Norwegen, Japan, Jamaika oder Kenia? Mhm. Du bist so ein Flaggen-Nerd. Absoluter Flaggen-Nerd. Also ich liebe Flaggen, ich gucke mir Geländer an, Hauptstädten, also das hat mich total interessiert. Ich sag mal also, Jamaika. Das ist auch genau der richtige fürs Hauptstädte-Quiz am Montag. Genau. Ich erkläre mal kurz was. Norwegen ist blau und rot, Japan ist weiß und rot mit dem roten Punkt in der Mitte und Kenia ist schwarz, rot und grün mit diesem Schild in der Mitte. Deshalb die richtige Antwort ist natürlich Jamaika. Hat schwarz, grün und gelb. Hier seht ihr die Flagge kurz. Das ist gelb dabei. Und die richtige Antwort wussten 10.131 Leute. Also ich glaube, wir haben jetzt so einen kleinen Rekord, wie viel mit in Frage. Wie viele so beikommen, ne? Ja, ich sehe auch schon, die Leute mit Flaggen, also Leute sind auch überzeugt davon, dass du mal einen Flaggenquiz machst. Das können wir ja auch mal im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall. Ich sag's meinem Chef, Flaggenquiz schreibe ich mir auf, machen wir nächstes Mal auch. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Sheldon Cooper, Spaß mit Flaggen. Mehr Frage 8 ist eine Feinschmeckerfrage. Wo liegt das Restaurant Noma, das bereits viermal zum weltbesten Restaurant gewählt wurde? Kopenhagen, Barcelona, Amsterdam oder München? Ich glaube Kopenhagen. Ich war schon mal essen. Ich war schon mal essen, war sehr lecker. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Das ist natürlich jetzt noch kein Tipp, weil wisst ihr ja nicht, wo Jan überall essen war. Ne? Genau. Genau, ich kann das kurz erklären. Der Name Noma kommt nämlich aus den Worten Nordic und Mad, also eine neue skandinavische Küche. Zwei Michelin-Sterne das Restaurant und es gibt es natürlich in Kopenhagen. Deswegen sehr gut. Auch Nordic passt natürlich dazu. Siehst du, Nordic Mad. 7204 Leute sind noch dabei, Leute. Das freut mich aber. Ehrlich, klasse Leistung. Nicht wirklich, ziemlich gut. So lange sind wir normalerweise nicht mehr so viele. Nee. Also ich bin ein bisschen nervös, dass wir heute. Hoffentlich haben wir genug Rettungsring und Tickets dabei für alle. Ja, wie gesagt. Vorfrage 9. Gucken wir uns kurz mal ein Video an. Ja, habt das Video gesehen? Aus welchem Film stammt diese Szene? War das The Wolf of Wall Street oder The Big Short? Das ist natürlich meine Art von Filmen, so Finanzhaie und so. Ich fahre euch voll auf ab. Ehrlich. The Big Short sagt mir gar nichts. Irgendwie um Finanzen, aber es ist auch nicht so richtig das Hauptthema. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch nur den einen von beiden gesehen. Ich und Wolf du, of hast, Wall du hast mir versprochen, dass du dir den Wolf of Wall Street anguckst. Yeah, ich weiß nicht, ich bin so Filme mit so 3 Stunden Minimum. Ich bin da immer ein bisschen auf der Hut. So meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so groß. Okay. Ich gucke ja lieber so 20 Folgen von einer Serie. Okay. Richtige Antwort ist auf jeden Fall Wolf of Wall Street. The Big Short handelt ja von der Finanzkrise mit diesem Haus und dass alle sich so viel Geld geliehen haben. Wolf of Wall Street war richtig. 6.549 Leute wussten das. Und Leute, ihr wisst, was jetzt abgeht. 3 Fragen haben wir nur noch und wir sind 6.500 Leute, die noch dabei sind. Also wirklich freut mich. Und jetzt Zeit für Gänsehaut. Hört euch das Ding mal an. Kommt an! Mach ihn! Schon wieder Sport. Ja, Gänsehaut pur. Und wie heißt der Kommentator? Steffen Simon, Bela Reti, Tom Bartels oder Marcel Reif? Okay. Du hast das Spiel auch gesehen, hoffe ich. Ja, ich habe das Spiel gesehen. Also man hört schon noch sehr viele Emotionen in dieser einen Stimme. Ich hätte dir aber nicht sagen können, wer das jetzt ist. Ja, ich wäre jetzt nicht direkt aufgekommen, aber so nachher, wenn man drüber nachdenkt, dann denkt man dann, weil das ist ja wohl deine Frage hier. Oder? Scheiße, ist es eigentlich glaub, das auch, war wieder falsch. Das magische Argument gewesen, wo Götze in der Verlängerung das Ding reingehauen hat. Deutschland wird Weltmeister und natürlich der Kommentator Tom Bartels, der uns die Weltmeisterschaft geschenkt hat. Er hat uns geschenkt und er hat uns übermittelt halt mit Gänsehaut. Und 3.195 Leute, siehste. Nicht schlecht. Einige haben natürlich an den Bela Reti gedacht. Da kann man sich leicht vertun. Der ist nämlich auch oft dabei bei Länderspielen, aber er war es nicht. Jetzt haben wir noch, was haben wir gehabt? Wie viele Leute waren noch dabei? Noch 3.000. 3.195 Leute. Zwei nicht Fragen schlecht. Noch. Und 11.500 im Chat, also aufgepasst. Sport welcher deutsche Komponist wurde zuerst geboren? Johann Pachelbel, Ludwig von Beethoven, Johannes Brahms oder Richard Strauss?
Ich hätte einen Ausschuss. Johannes Brahms. Ehrlich gesagt, so, das war bei den meisten schon ein bisschen was her. Ich habe nicht so einen richtigen genauen Zeitvorstellung. Ich kann es jetzt ja sagen, ich weiß, dass auf jeden Fall Beethoven wurde vor Brahms geboren. Das hätte ich gewusst. Aber die richtige Antwort hier ist Johann Pachelbel und wurde 1653 geboren. 752 Leute wussten das und du hast die Geburtsdaten der anderen, oder Geburtsjahre besser gesagt. Pachelbel. Ja, der Beethoven ist der nächstälteste mit 1770, dann Brahms mit 1833 und der jüngste sozusagen Strauss von 1864. Aber wir haben ja relativ viele bei Brahms verloren, da scheinen nicht so viele Leute ausgeschlossen zu haben. Nee, komisch, also ich hätte so spontan an Brahms gedacht, aber so ist das eben. Leute, 752 Leute noch dabei und die letzte Frage. Also, aufgepasst, Augen auf beim Eierkauf hier. Letzte Frage ist übrigens, was für die Leute, die im Religionsunterricht gut aufgepasst haben oder für einen Pastor oder Kirchenarbeiter, würde ich gerne sagen. Also, Jakob, der Enkel Abrahams, hatte laut Bibel 12 Söhne und eine Tochter. Wie hieß sie? Lea, Rahel, Esther oder Dina? Esther, glaube ich. Ja, ganz häufig werden Töchter ja gar nicht erst erwähnt. Dann ist das irgendwie immer nur so und so viele Söhne. Aber irgendwie, irgendwo muss da auch meine Tochter mit drin sein. Ich glaube, Jakob hatte die ganzen Kinder mit 4 oder 5 verschiedenen Frauen, sowas. Irgendwie sowas. Jakob ist der Enkel. Jetzt wir auch mal aufpassen. Die Frage ist nicht so einfach. Richtige Antwort ist auf jeden Fall Dina. Lea war die Mutter der Tochter. Und wir haben 154 Leute, die sich komplett hier das Ding durchgezogen haben. Glückwunsch an Robert Zwaras, Spaßmann 4, Marie-Juliette 1, Kuklo, Lordi, The Real Stark, Coco 1789, Jack Daniels, Traugott, Erich der Wikinger. Glückwunsch an euch, wirklich gute Arbeit. Und ja, Leute, ich sehe, dass ihr die ganze Zeit Harry Potter Quiz schreibt. Ich sehe auch, dass Leute da sagen, Herr der Ringe Quiz und Fußball Quiz. Ich sehe auch, die Leute, die gesagt haben, kein Fußball Quiz. Ich wollte nur sagen, wir sehen die Sachen, die hier so 15 Mal mindestens im Chat aufgetaucht sind. Bisschen ja. Bescheid. Sehr gut. Wie gesagt, also wir gucken uns das mal an, wann wir wieder ein neues Quiz machen, alles und was das dann wird. Genau. Denkt dran, morgen live 18 Uhr, Jannika und Christina. Und ich, Montag ist Hauptstadtquiz, da ist schon mal das nächste Besondere. Wollte ich gerade sagen. Also, ihr dürft euch freuen und ich sage heute schon mal danke, Annika, dass du mir wieder so toll geholfen hast. Immer gerne, ich freue mich, euch zu sehen. Ja, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Und danke an euch alle, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch nur das Beste. Ciao mit V. Bis dann. Ja, für mich wäre natürlich am besten ein Comic-Quiz oder ein Religions-Quiz. Wobei ich jetzt natürlich auch die Religionsfrage in diesem Fall jetzt wirklich mal nicht beantworten konnte. Das ist natürlich schwach, aber insbesondere immer diese Sportfragen, die schmeißen mich jetzt oftmals doch relativ schnell raus aus der ganzen Geschichte. Das ist natürlich auch wirklich die Kategorie, mit der ich am wenigsten anfangen kann. Naja, Leute, also da haben wir schon mal wieder geschafft. Eine Runde ist vorbei. Aber wo ich euch noch mal drum bitten würde, wenn euch das hier gefällt, was ich hier mache, schreibt das doch dann auch mal hier bei QuizDuell in den Live-Chat, damit dann noch mehr Leute auf die Idee kommen, sich das hier mal anzuschauen. Das wäre vielleicht mal ganz cool. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich für jede Art von Support und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.